Servus, grüß dich, servus. Hier ist Andreas Birker, der Bewirker. Und heute ein Thema fortsetzend zum letzten Mal auch. Nämlich, auf was schauen wir ständig? Auf die Schwierigkeiten und die Probleme. Und was wir nicht geschafft haben und nicht auf die Reihe bringen. Und unser Geist ist da ganz stark konditioniert. Und jetzt zwei Tipps, die dich unterstützen, dass du deinen Fokus zwischendurch auch mehr auf das Positive legst oder auf die Punkte, wo du was erreicht hast oder geschaffen hast. Warum? Weil wir immer darüber nachdenken, was haben wir nicht erledigt, was haben wir nicht auf die Reihe gekriegt, was ist noch zu tun, was ist nicht so toll gelungen und so weiter und so fort. Ja? Und das da ist wirklich schwierig, so umzubauen, den Denke. Ich sehe das immer wieder bei meinen Coaches, bei den Leuten, die ich trainiere und coache, wie stark da immer diese Zweifel da sind, Selbstzweifel und so weiter. Daher, Tipp Nummer 1, du besorgst dir ein Bücherl, egal wie groß, wie dick, und jeden Abend setzt du dich hin und schreibst deine Erfolge auf von dem Tag. Das nennt man das sogenannte Erfolgstagebuch. Ja, und damit du dir mehr Bewusstsein schaffst für das, was du geschaffen hast, was du erreicht hast, was dir heute gelungen ist. Und dass du den Fokus auch auf die kleinen Dinge legst. Wir warten immer auf die tolle Sensation, die da geschehen soll. Und ja, meistens, wenn man das erreicht, ist man aber schon wieder in den Gedanken weiter beim nächsten. Und hier dein Fokus drauf legt, okay, was habe ich heute alles erreicht? Was ist mir gelungen? Du, wenn du es schon geschafft hast, in der Früh zum Aufstehen, da ist das schon total viel gelungen. Wenn du nochmal in die Firma fahren hast müssen und dort den Tag bewältigt hast, dann ist das schon wahnsinnig viel gelungen. Wenn du selbstständig bist, einzelselbstständig oder sowas, du hast begonnen zu arbeiten, dich selbst motiviert, da ist was gelungen. Vielleicht bist du noch bewegen gegangen. Wie auch immer, nimm jede Kleinigkeit her und schreib sie hinein. Schreib sie hinein in dein Erfolgstagebuch. Mach dir einfach bewusst, was du gut zusammengebracht hast, damit der Fokus dorthin geht. Zudem kommen wir beim nächsten Video, was das mit dem Fokus auch auf sich hat. Zweiter Tipp ist, besorg dir, oder vielleicht hast du irgend so eine Dose, und in diese Dose gibst du was hinein, nämlich du schreibst Erfolge auf irgendeinen Zettel. Und was auch immer das ist, dass dir was gelungen ist, dass du ein Geschäft gemacht hast, dass du mit einem Klienten gearbeitet hast, dass du mit den Kindern irgendwas Tolles gemacht hast oder die bekommen haben, was auch immer. Also immer wenn irgendwas Besonderes ist, machst du sowas, schreibst es auf, schreibst auf den Zettel, legst ihn zusammen und wirfst ihn in diese Dose. Ja? Und dann eine Woche später, wie auch immer, der nächste. Ja? Ja. Und die sammelst einfach und lässt da drinnen. Und dann gehst du her und sagst zu einem bestimmten Zeitpunkt, ein schönes Ritual wäre zum Beispiel zu Silvester am 31. Dezember, machst die Dose auf und schaust dir das ganze Jahr an, was waren meine Erfolge. Du hast nämlich, ich garantiere dir, 95% vergessen. Und so kannst du das aufmachen als Ritual und siehst, ah, das war ja da und das war da und das war wieder ein Schritt und das ist weiterkommen in meinem Leben in verschiedensten Bereichen. Bitte, wenn das anfängt mit einem an, geht dazu immer darum zu beginnen, dass du innerhalb der nächsten 72 Stunden damit beginnst. Mach eins davon, reicht schon, und leg deinen Fokus auf das, was dir gelingt und was du zusammenbringst. Das wird dann viel verändern. Nächstes Video dann auch das Thema Fokus. Also, wünsche dir alles, alles Liebe, schau gut auf dich und ganz viele wunderbare Erfolge in deinem Leben.